Hallo, hier ist Muho aus Osaka und heute soll es zum letzten Mal um das Thema Arcadia gehen. Diesen Zustand, den man als Gleichgültigkeit oder auch Sorglosigkeit übersetzen kann und der aber zu unterscheiden ist vom Gleichmut oder echter Gelassenheit. Also das Gefühl, keinen Bock auf gar nichts mehr zu haben. Mir ist alles egal. Keine Lust mehr aufs Leben. Aber zum Selbstmord fehlt mir auch der Mut und die Energie. Und heute soll es darum gehen, was man machen kann. Was man machen kann, wenn man sich so fühlt, ne? Selbst die Motivation zum Sazen ist nicht mehr da. Wo ist die Motivation, die ich am Anfang hatte? Als jede Stunde auf dem Kissen noch so ganz anders war und inzwischen ist es Routine. Und ich habe das Gefühl, dass ich es gar nicht wert bin, da in den Roben auf dem Kissen zu sitzen. Aber diese gespielte Demut ist ja eigentlich auch nur mein Ego, das alte Ego. Was mache ich dagegen? Und die Jiko Linda Katz in ihrem englischen Artikel bietet verschiedene Lösungsmöglichkeiten an. Ne? In dem Artikel, der auf der Homepage der Benediktiner zitiert wird, da ist ihr Text in sehr viele kleine Abschnitte unterteilt, das macht ihn einfach zu überblicken. Ne? Da steht zum Beispiel, stürz dich in den Alltag, ne? Geh auf in den alltäglichen Aktivitäten, wie Abwasch oder Müll runterbringen. Ne? Das ist natürlich richtig, habe ich auch schon gesagt, Praxis im Alltag bedeutet, den Müll runterzubringen, auch wenn du vielleicht gar nicht an der Reihe bist. Ne? Aber einfach gesagt, aber Arcadia ist ja gerade der Zustand, wo man sich nicht so dazu bringt, ne? Alles ist zäh und man fühlt sich wie in einem Aquarium aus Blei. Wie soll man da im Abwasch aufgehen, ne? Zweiter Lösungsvorschlag, hilf anderen. Hilf anderen auch. Nicht so einfach, wenn es schwierig ist, vom Sofa überhaupt mal runterzukommen. Ne? Und dann Freundschaft. Du brauchst Freunde. Und ein Freund ist der Buddha, der Dogen. Erkennen, dass du einen Freund hast im Buddha, dass du Weggefährten hast. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was sie dann sagt. Wichtiger als alle Freunde, die du da so ja, heutzutage bei Twitter oder Facebook oder bei YouTube hast, ne? Wichtiger als alle Freunde und selbst im realen Leben ist es, dass du dir selbst ein Freund bist. Ne? Da hat sie, glaube ich, einen wichtigen Punkt und etwas, was ich in meinen ersten Videos zur Demut so nicht gesagt habe. Da habe ich nur bestätigt, dass tatsächlich Demut manchmal auch eine gespielte Demut ist, ein Trick des Ego, dass ich jetzt plötzlich als demütig ausgibt, ne? Um damit Punkte zu sammeln. Das kommt auch vor. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass wir in der spirituellen Szene, inklusive dem Zen, manchmal zu viel auf dem Ego rumkloppen, ne? Und die ganze Schuld immer dem Ego geben. Das ist wieder mein Ego, mein Ego, mein Ego, mein Ego. Aber damit löst man die Probleme nicht. Ne? Und es macht es nur noch schwieriger, Freundschaft mit sich selbst zu schließen. Wenn man ein positives Gefühl hat zu sich, dann wieder schleicht sich dieser Verdacht ein, aber ist das nicht wieder das Ego, dass ich ja entweder meine Praxis gut finde, ne? wenn ich stolz bin auf das, was ich erreicht habe, dann ist das natürlich Ego. Und wenn ich mich schlecht fühle,
dann ist es plötzlich auch wieder das Ego und plötzlich ist alles Ego. Ne? Wie gelingt es dann noch, eine positive Einstellung zu sich selbst zu haben? Ne? Also ein Gedanke, der mir jetzt die letzten Tage über kam, ist, dass ich vielleicht am Anfang ein bisschen zu schlecht über das Ego geredet habe. Ne? Ich meine, klar, Demut kann gespielt sein, das kann auch eine Verkleidung des Egos sein, aber vielleicht sollten wir nicht immer den Schuldigen beim Ego suchen, ne? Sondern ja, auch Freundschaft schließen mit dem Ego. Ne? Beziehungsweise, das sagt die Jiko Linda Katz in ihrem Artikel auch, oft sind es die Menschen, die den größten Hass haben, auch auf sich selbst, die dann aber am weitesten kommen mit der Praxis, weil nur wer hasst, der kann auch über diesen Hass hinausgehen und dann Freundschaft mit sich schließen, mit diesem Ego. Mit diesem Ego, das alles hasst, die Welt hasst und auch noch sich selbst hasst. Ne? Wenn dieser Hass umschlägt, wenn das Vorzeichen umgekehrt wird, ne? Kann daraus große Praxis und ein großes Herz werden. Also Freundschaft ist ein Punkt, den die Jiko Linda Katz hier nennt. Dann Pliancy im Englischen bedeutet wohl so viel wie Flexibilität oder mein Name Muho, offen sein in alle Richtungen. Sich öffnen für alles, flexibel sein. Ne? Und im deutschen Wikipedia-Artikel wird wiederum der Euagrios zitiert, der folgendes schreibt: Wenn jemand die wilden Dämonen erfahren und Einsicht in ihre Fertigkeiten bekommen möchte, also hier meint er zum Beispiel auch die Dämonen der Begierde und des Hasses, die ja zusammen die Arcadia verursachen. Wenn jemand diese wilden Dämonen erfahren und Einsicht in ihre Fertigkeiten bekommen möchte, dann beobachte er seine verlockenden Gedanken, ihr Nachlassen, ihre Abhängigkeiten, ihr den Umständen entsprechendes Auftauchen, welcher Dämon was hervorbringt, welcher dem anderen folgt und welcher nicht darauf folgt. Also kurz gesagt, beobachte deinen Geist, beobachte dich selbst, beobachte das gegenseitig bedingte Entstehen und Vergehen all dieser Gedanken und Emotionen, die du erfährst. Lass dich nicht zum Sklaven der Schafe machen, versuch aber auch nicht den Schäfer zu spielen, beobachte einfach mal, was da läuft. Diese Dinge zu wissen ist notwendig, damit wir, wenn die Gedanken beginnen, ihre jeweiligen Belange anzuregen, noch bevor wir zu weit aus unserer Gemütsruhe ausgegangen sind, etwas gegen sie vorbringen und uns über den anwesenden Dämon klar sein können. So werden wir mit Gottes Hilfe bereitwillig Fortschritte machen, sie verblüffen und sie zwingen, vor uns zu fliehen. Also in meiner oft bemühten Metapher, werde zum Himmel, aber nicht zum Schäfer. Ne? Lass dich von den Schafen nicht aus dem Gleichgewicht bringen, ne? Aber lass die Schafe sein, beobachte die Schafe. Gib dich nicht dem Gedanken des Zorns hin, indem du in deinem Kopf gegen denjenigen streitest, der dich gekränkt hat, noch dem der Unzucht, indem du ständig lustvollen Fantasien nachgehst. Denn der eine verdunkelt die Seele, der andere entfacht in ihr das Feuer der Leidenschaft. Beide aber besudeln den Intellekt. Also ich kann mich erinnern an diese Story oder eine Episode, da war ich noch im Internat in Braunschweig und eines meiner ersten Sessions Niedersachsen, und einer der Session-Teilnehmer hatte sich diese Riesentasche mit Schokoriegeln mitgenommen zum Session. Ne? Und ich fragte ihn, werden wir denn nicht ausreichend versorgt? Ne? Der sagte, klar, die Nonnen, die kochen da für uns 3 Mahlzeiten am Tag, aber immer wenn ich während der Sinn Schmerzen habe und ich denke daran aufzugeben, dann sage ich mir, während des nächsten Kien hingehst du raus und in dein Zimmer und isst einen Schokoriegel.
Und auf die Weise kam der dann immer bis ans Ende des Sechi. Das ist auch eine Form, mit Arcadia umzugehen, aber nicht die, die hier empfohlen wird. Was ich interessant war, war der Hinweis, gib dich nicht dem Gedanken des Zorns hin, indem du in deinem Kopf gegen denjenigen streitest, der dich gekränkt hat. Und ich habe das Gefühl, dass das auch auf das Ego zutrifft. Wir sollten uns auch nicht dem Zorn auf unser Ego hingeben. Und wenn wir uns demütig fühlen, dann sagen, das ist ja schon wieder mein Ego. Schon wieder mein Ego. Ich, ego-verhaftetes Schwein. Ich, Ego-Sünder. Ich mache jetzt schon seit 15 Jahren Sazen und da ist schon wieder mein Ego, das mir sagt, dass ich es nicht wert bin, auf dem Kissen zu sitzen. Und da beißt sich tatsächlich die Schlange in den Schwanz. Also wir müssen das Ego nicht wieder verkloppen. Und Wikipedia schreibt dann am Ende ganz richtig, demnach ist eine sorgfältige Selbstbeobachtung nötig, was heute als Achtsamkeit bezeichnet wird, um sich den innerlichen, emotionalen Mechanismen gewahr zu werden. Des Weiteren wird auf die Bedeutung eines beständigen Ausharrens in diesem Gewahrsam hingewiesen. Josef Pieper, über den wir jetzt gesprochen haben, Josef Pieper schreibt darüber, die Versuchung zur Arcadia und zur Verzweiflung wird überwunden einzig durch den wachen Widerstand des aufmerksam eindringenden Blickes. Also mit einem Wort, sitzen, sitzen, sitzen.